A baby wailing, a stray dog howling, a screech of brakes and lamplight blinking. That's entertainment. That's entertainment. Er ist Generalsekretär, Wahlkampfmanager und engster Vertrauter des Parteichefs Heinz-Christian Strache. Herbert Kickl legt den Kurs der FPÖ fest, auch in Koalitionsfragen. Sie haben die SPÖ schon als Totengräber, Raubritter, Islamisten, Verräter, Taliban, Nieten, Dilettanten, konzeptlos, kabarettreif, peinlich, arrogant, abgehoben, präpotent, destruktiv, brüsselhörig, machgeil, unfähig, untätig, altvaterisch, verlogen, ausgebrannt, fantasielos, erbärmlich und dumm bezeichnet. Mit so einer Partei würden Sie koalieren? Also erstens einmal danke ich für die Aufzählung dieser Liste. Ich glaube, sie ist bei weitem noch nicht vollständig, wenn man die Missstände charakterisieren will, von denen diese Partei heimgesucht wird. Da gibt es wirklich großen Sanierungsbedarf. Aber ich bin ja auch ein Mensch, der die Hoffnung nicht aufgibt. Ja? Und es hindert ja auch die SPÖ niemand daran, vernünftiger zu werden. Und wenn diese Bereitschaft gegeben ist, vielleicht auch, wenn der Wähler und die Wählerin entsprechend nachhelfen, dann wird man vielleicht auch mit einer rund erneuerten SPÖ durchaus ins Gespräch kommen können. Aber Sie sagen immer, Sie grenzen keine Partei aus, tun es aber dennoch. Nein, wir tun es überhaupt nicht. Wir kommen ja sozusagen in die Verlegenheit, diese Gespräche zu führen oder nicht zu führen, immer nach Wahlen. Und Sie werden mir kein Beispiel nennen können, wo die FPÖ jemals gesagt hätte, ein Gespräch mit der SPÖ kommt für uns nicht in Frage. Die Dinge, die Sie der SPÖ vorwerfen, tun Sie ja selbst, indem Sie ihnen derartige Freundlichkeiten tagtäglich ausrichten. Da ist es ja nicht verwunderlich, wenn man in der Partei sich die Liebe für die FPÖ eingrenzt. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Zeit hätten und alle diese Dinge durchgehen, dann wird jede dieser Bezeichnungen in Zusammenhang mit einer politischen Aktion stehen, die eben nicht unseren Gefallen findet. Und das ist zulässig und das ist notwendig, die politische Auseinandersetzung zu führen. Sie wollen nur als Erste in einer Koalition, fordern den Rücktritt der jetzigen Parteispitze, eine völlige inhaltliche Neuorientierung der Partei, mit der Sie dann koalieren würden. Sie setzen die Grenze für eine Koalition so hoch, dass Sie genau wissen, das wird ohnehin nie eine Partei erfüllen, dadurch kommen Sie nie in die Verlegenheit. Also ich glaube, erstens einmal gibt es ja in der SPÖ, wie Sie sicherlich wissen, viele Stimmen, die das auch nicht ausschließen. Die SPÖ ist ja bei weitem nicht so homogen, gerade in dieser Frage, wie es die Parteispitze gerne hätte. Und zum Zweiten sind die größten Apologeten der Ausgrenzung. Die größten Apologeten der Ausgrenzung der FPÖ, das sind die Auslaufmodelle in der SPÖ. Das ist ein Herr Faymann, der seit dem Parteitag angezählt ist, und das ist der Herr Häupl. Sie sagen, Sie koalieren mit einer SPÖ oder einer ÖVP nur, wenn Sie Erster sind, wenn sich die jeweilige Partei personell komplett inhaltlich und personell erneuert. Das kann doch auch nicht funktionieren. Also Sie grenzen doch genauso aus, wie Sie das den anderen Parteien vorwerfen. Nein, ich grenze niemanden aus, sondern es geht darum, wie man die Zukunft dieses Landes gestalten will. Das gilt für ein Bundesland genauso, wie es für die Republik insgesamt gilt. Und wenn man eine Politik dahingehend machen will, dass man alles so fortschreibt, wie es ist, dass man vielleicht in den Fußnoten ein bisschen was verändert, dass man aber nicht bereit ist, neue Kapitel aufzumachen und in substanziellen Fragen grundsätzlich umzudenken, dann braucht es keine Koalition, denn dann geht alles weiter wie bisher. Das ist aber nicht die Erwartungshaltung der Menschen. So sehen wir unseren Auftrag. Wir wollen die Dinge verändern und wir wollen nicht die negativen Entwicklungen fortschreiben. Einen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird es nicht geben, nur einen Kanzler. Ich schließe das nicht kategorisch aus. Es ist eine Frage, wie die Kräfteverhältnisse in einer solchen Koalition dann wären. Und es geht auch darum, wie etwa eine mögliche Ressortverteilung in einer solchen Koalition dann aussehen würde. Aber wenn man sich anschaut, wie die anderen Parteien auf Sie reagieren, dann ist ja in Wirklichkeit eigentlich die FPÖ die Partei mit den wenigsten Alternativen, was Koalitionen betrifft. Denn Neos, Grüne und SPÖ haben dezidiert eine Koalition mit Ihnen ausgeschlossen und der neue ÖVP-Chef Reinhard Mitterlehner wirkt auch nicht gerade so, als würde er unbedingt schwarz-blau forcieren wollen. Also ist nicht in Wirklichkeit die FPÖ die mit den wenigsten Koalitionsalternativen? Nein, das glaube ich gar nicht, denn gerade wenn Sie sich die laufenden Entwicklungen anschauen, etwa in der SPÖ im Burgenland, wo ein Landeshauptmann zugegebenerweise im Wahlkampf befindlich, aber dann auch einmal eine Befragung seiner eigenen Mitglieder vornimmt und dort als Ergebnis herauskommt, dass die Sozialdemokratie selbstverständlich auch mit den Freiheitlichen reden soll. Wenn Sie sich anhören, was sein Landeshauptmann Wobes zur Frage der Koalition mit der FPÖ zu sagen hat, wie die jüngsten Töne aus Oberösterreich klingen, dann sehen Sie, dass dort auch etwas aufbricht. Und von Seiten der ÖVP habe ich nie ein kategorisches Nein für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ
gehört. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor, dass dann eben nicht so ein Schock ist wie in den Jahren 2000, 2002, wo das ja dann mit Knittelfeld recht unsauber ging? Es ist ja nicht so, dass wir aus unserer eigenen Geschichte nichts gelernt hätten. Wir wissen, dass damals Fehler begangen worden sind. Wir wissen, dass damals auch fahrlässig mit Ministerämtern umgegangen wurde. Und das hat sich ja auch irgendwo ins freiheitliche Stammhirn eingebrannt. Und wir sind eigentlich seit dem ersten Tag des Wiederaufstiegs der Freiheitlichen Partei als soziale Heimatpartei unter HC Strache auch immer dabei gewesen und immer am Arbeiten daran, diese Defizite von damals zu heben und im Fall der Fälle eine entsprechende Regierungsmannschaft letzten Endes ins Rennen zu schicken. All das hatten wir ja schon einmal und all das haben wir ja schon einmal miterlebt. Eine FPÖ, die zuvor sehr einig gestanden ist und sobald sie in der Regierung war, dann intern total zerstritten war zwischen einem Oppositionskurs, den man davor sehr radikal gefahren hat, so wie Sie es jetzt machen, und einer Regierungsverantwortung, die halt nicht so radikal sein kann wie die Opposition. Ich denke, dass es ein entscheidender Punkt ist, die Verhandlungen mit der entsprechenden Vehemenz zu führen, die Knackpunkte auch in der entsprechenden Offenheit dort festzulegen. Und wenn es dort mit einem Koalitionspartner in diesen wesentlichen Fragen auch eine Einigung gibt, dann ist das selbstverständlich durchzuziehen. Das weiß auch die Partei. Aber warum sollte Ihnen ein österreichischer Wähler glauben, dass Sie jetzt reifer sind für eine Regierungsbeteiligung, als Sie das 2000 waren? Ja, weil es eine ganz andere freiheitliche Partei ist. Es ist eine erneuerte freiheitliche Partei. Es ist eine Partei, die ihre Lektion aus der Vergangenheit gelernt hat. Es ist eine Partei, die nicht von heute auf morgen in Regierungsverhandlungen käme. Wir haben also entsprechende Erfahrungswerte und all das spricht für uns.